Bereits zum vierten Mal fand der Kids for Kids Run am Sportplatz des Schulzentrums in Grieskirchen statt. Dieses Jahr gelang sogar ein Teilnehmerrekord von 720 freiwilligen Läufern und Läuferinnen aus verschiedenen Schulen des Bezirks. So, warum machst du da heute mit? Ja, weil mir das Laufen eigentlich lustig ist und ich trainiere in meiner Freizeit viel Laufen und so. Also es taugt mir und es ist für einen guten Zweck auch. Weil wir Kinder unterstützen wollen, die was nicht gut geht. Weil es ein Gaudi ist. Weil es erstens Spaß macht und andere dabei hilft. Mir gefällt es, dass wir ein bisschen Sport machen und dass wir für kranke Menschen laufen. Das gefällt mir am meisten. Ja, wir wollen kranke Kinder unterstützen und weil es einfach ein Gaudi ist. Genau, weil es Spaß macht. Für die armen Kinder. Dass wir Spaß haben, laufen. Es macht voll Spaß und kriegen wir Ausdauer. Hallo, wir sind die Unicorn Runners. Ich bin die Christine und das ist die Lara. Und wir rennen hier gern für einen guten Zweck. Dass man arme Kinder spendet. Weil es Spaß macht und auch, weil wir einfach mal nicht in die Schule gehen wollen. Ja, da gibt es viele Sachen, also die interessant sind. Also erstens einmal das Barfußlaufen, der gute Zweck der Veranstaltung und dass einfach so viele Kinder Sport betreiben, wo man heutzutage immer sagt, die Kinder und Jugendlichen wollen sich nicht mehr bewegen und wir beweisen damit eigentlich das Gegenteil von dem Ganzen. Dass es sich um eine alljährliche Schulschlussveranstaltung handelt, wo sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Dass die sportliche Betätigung im Vordergrund steht. Erstens, die Schüler bewegen sich gern. Ich als Turnlehrer habe das selbst erlebt, wie gerne Schüler sich einfach bewegen, dass das Laufen natürlich auch dazugehört. Und wenn es jetzt noch mit einem guten Zweck verbunden ist, ist das natürlich sehr lobenswert. Neben dem bereitwilligen sportlichen Engagement zeichnet den Kids for Kids Run aber auch Abwechslungsreichtum und Kreativität aus. Und du hast ja eine ganz coole Verkleidung da. Warum denn? Ja, ich habe es beim ersten Kids for Kids Run vorgenommen, weil ich im Pumuckl gesehen habe, habe ich mir gedacht, irgendwann muss ich mich auch mal verkleiden. Und heute haben wir den Wunsch erfüllt, ja.